Die Geschichte, die ich heute erzählen will, ist insofern keine Geschichte, als dass sie von einer wahren Begebenheit handelt. Es ist jetzt fast 35 Jahre her und es war Heiligabend. Ich war 11 Jahre alt und hatte noch 4 kleinere Schwestern. Noch 2 Tage zuvor hatte ich gehört, wie meine Eltern sich über das Fest unterhielten und dass doch gar kein Geld für Weihnachtsgeschenke übrig wäre. Mein Vater war schon seit langer Zeit arbeitslos und es reichte soeben zum Leben. Feuerung und Fleisch mussten auch noch gekauft werden. Ich hatte das ja schon länger mitbekommen und für mich war es auch nicht so schlimm. Aber meine kleinen Geschwister hatten schon seit Tagen ihre Wünsche geäußert. Jedes wollte so gern eine schöne Puppe mit Schlafaugen und Mamastimme, Malstifte und einen großen, bunten Teller. Immer wieder hatten sie meine Mutter damit gelöchert. Ich konnte es schon nicht mehr hören, aber sie wussten ja nichts von den Sorgen meiner Eltern. So habe ich sie nach dem Mittag fertig gemacht und bin mit ihnen spazieren gegangen. Nur das Baby blieb zu Hause. Unterwegs erklärte ich ihnen, dass der Weihnachtsmann nicht zu allen Kindern kommen könne. Auch zu uns nicht, denn die Eltern müssten mir erst das Geld für die Geschenke schicken, denn er könne doch nicht alles von seinem Geld bezahlen. Und wir hätten nun mal sehr wenig, weil der Papa doch keine Arbeit bekam. Er hatte doch eine verkrüppelte Hand aus dem Krieg behalten. Meine Geschwister waren sehr traurig darüber, denn sie konnten das ja noch nicht so verstehen. Ich versprach ihnen, dass ich am Abend eine schöne Geschichte erzählen würde, wenn sie nicht mehr nach dem Weihnachtsmann fragten. Zu Hause haben wir dann noch alle ein Bild für unsere Eltern gemalt. Am späten Nachmittag kam mein Vater nach Hause. Er war wieder mal auf Arbeitssuche gewesen und er hatte für diesen Tag Glück gehabt. Er konnte beim Kohlenhändler helfen und brachte auch gleich einen Sack voll Kohlen mit. Und einkaufen war er auch noch. Weißbrot, Marmelade, Gulasch und noch einige andere Sachen. Das Schönste aber war der Tannenbaum. Wir versuchten dann mit der ganzen Familie ihn zu schmücken. Und zum Schluss sah er sehr bunt aus. So verging die Zeit wie im Flug. Nach dem Abendbrot saßen wir sehr andächtig vor unserem Baum und sangen Weihnachtslieder und freuten uns. Plötzlich polterte es an der Tür. Meine Eltern sahen sich erschrocken und fragend an. Eine meiner Schwestern sprang auf und rief, der Weihnachtsmann, er kommt ja doch zu uns. Sie rannte zur Tür, machte sie auf und da stand er. Riesengroß, der rote Mantel hing bis auf die Erde, mit einer Kapuze auf dem Kopf und einem Bart bis zum Bauch. Wir waren alle mucksmäuschenstill. Er sah uns der Reihe nach an und sagte, »Guten Abend, darf ich hier einige Geschenke abladen?« Meine Eltern waren noch immer sprachlos. Sie sahen mich an und zuckten mit den Schultern. Meine Schwestern aber wurden sehr lebhaft und schrien fast vor Freude. »Na klar, wir wollen auch immer ganz artig sein.« Jetzt erst kam ein großer Jutesack zum Vorschein. Und es ging los. Jedes Kind bekam eine richtige Puppe, ein paar Handschuhe, eine warme Mütze, einen Schal und eine bunte Tüte mit den tollsten Süßigkeiten. Es herrschte eine freudige Aufregung. Dann kamen meine Eltern dran. Mutter bekam einen riesigen Pralinenkasten, Kaffee und ein paar Hausschuhe. Vater eine Kiste Zigarren und auch neue Hausschuhe. Zum Schluss legte der Weihnachtsmann uns noch eine Ente fürs Mittagessen auf den Tisch. Meine Eltern hatten inzwischen feuchte Augen bekommen und sahen sehr verstört aus. Der Weihnachtsmann sah uns noch einmal alle der Reihe nach an und sagte, »Es hat mich sehr gefreut, dass ich bei euch war. Ein recht schönes Weihnachtsfest und auf Wiedersehen. Bitte bleibt alle hier sitzen. Ich möchte allein hinausgehen.« Und fort war er. Bis heute wissen meine Eltern nicht, wer das gewesen sein mag. Ich aber glaubte wieder an den Weihnachtsmann und an Wunder. Heute noch
bei jeder Weihnachtsfeier mit Weihnachtsmann, wird mir sehr, sehr warm ums Herz. Nach einer wahren Begebenheit.